Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Das ist nun der fünfte Teil unserer Spezialreihe zur speziellen Relativitätstheorie. Heute geht es um die Längenkontraktion. Noch einmal kurz auf das letzte Video zurückblickend. Dort haben wir festgestellt, dass man, wenn man sich zu uns bewegt, ein relativ konstant bewegendes Inertialsystem beobachten, sich die Zeit wie folgt verhält. Wir sehen also ein T'. Und das war einfach t durch 1 minus v Quadrat durch c Quadrat und davon die Wurzel. Das heißt, es kommt uns so vor, als ob die Zeit in einem bewegten System langsamer geht. Naja, nun wollen wir das Ganze mal anschauen, wie das ist, wenn wir uns die Abstandsmessung anschauen. Gehen wir davon aus, dass wir wieder einen Zug und einen Beobachter haben. Der Zug fährt mit einer Geschwindigkeit v. Das wird in beiden Systemen gleich festgestellt, also die relative Geschwindigkeit, beobachten sowohl z als auch b, also v und v' sind also identisch. Und nun soll der Zug fahren, in dem Zug ist eine Uhr, und irgendwann die Uhr tickt, macht ein Gerät eine Markierung auf die Schienen. Das sind also Abstände, der Zug fährt konstant, das heißt, die Abstände haben auch immer den gleichen Abstand. Und jetzt wollen wir diesen Abstand aus dem Sichtwinkel von z bestimmen. Nun z sagt, es fährt mit einer Geschwindigkeit v. Und für v gilt ja s durch t. Also wir nehmen die Abstände. Also unser Abstand nennen wir einfach d. Das wird also d durch t. Wir wollen aber die Abstände berechnen, also Form des z um und sagt, naja, also mache ich da mal t. Dann steht da d ist v mal t. Wenn z noch geschickt ist, wählst du die Einheiten günstig, sodass das t vielleicht auch immer 1 ist. Und dann kannst du es direkt ablesen. Wenn jetzt nun b das Ganze vom Bahnhof her betrachtet, weißt du auch, v ist das Gleiche. Das sieht er genau identisch, da sind sich beide einig. Was aber passiert ist, das was wir im letzten Video gesehen haben, b sagt, nein, die Uhr von z läuft doch langsamer. Das heißt, die Zeit, die er sieht, zwischen zwei Markierungen, ist nicht t, sondern t'. Also hätte z gesagt, es vergeht eine Sekunde zwischen meinen beiden Markierungen, sagt b, es vergeht mehr Zeit als eine Sekunde, je nachdem, wie schnell halt unser Zug fährt. Das heißt, das d, das wir hier messen, d wäre sowas wie v mal t', also v mal t durch unsere Wurzel 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Nun, wer von beiden hat eigentlich recht? Naja, b kann in seinem Bezugssystem einfach zu den Markierungen laufen und die messen. Das heißt, d hat eigentlich recht. Das hier ist das, was stimmt. D hat recht. Das kann er nachmessen, er geht im Maßstab hin, misst immer den gleichen Abstand, er weiß, was stimmt. Das heißt, das hier oben ist eigentlich falsch. Und wie viel ist das falsch? Naja, genau diesen Faktor. Das heißt, z misst Entfernungen zu klein. Und zwar zu klein in diesem Faktor. Deswegen Längenkontraktion oder Lorentzkontraktion, Entfernungen auf bewegten Gegenständen, bewegten Inertialsystemen, erscheinen uns kleiner. Warum merkt das Inertialsystem nicht? Naja, wenn ich einen Maßstab mitnehme, bewegt sich der mit der gleichen Geschwindigkeit, der wird also auch kleiner. Das heißt, wenn ich einen Meter mitnehme, sieht der für mich als Beobachter, wenn der im Zug ist, auch kleiner aus. Das heißt, das kann man im Zug selber wiederum gar nicht feststellen. Also, z misst alles zu klein.